Hier seht ihr das bislang erfolgreichste Gerät der Firma Gauselmann, über 40.000 Mal gebaut, den Merkur Disc. Im Unterschied zu den Weizengeräten hat dieses Gerät Scheiben, deswegen der Name Disc. Und wie so ein Gerät von innen aussieht, zeige ich euch einmal. In der Mitte des Gehäuses die Steuereinheit, die den kompletten Spielablauf regelt. Hier oben der Münzeinwurf. Über den Münzprüfer wird die Münze gecheckt und läuft weiter in die entsprechenden Röhren bzw. in die Kasse. Kommt es zu einer Auszahlung bei einem Gewinn, sind hier die Auszahlröhren, die dem Kunden das Geld zurückzahlen. Hier hinter der Frontscheibe sieht man die Steuereinheit der Scheiben, der Discs und hier die Motoren, die die Discscheiben antreiben. Alles andere ist im Grunde nur Beleuchtung. Man nennt es auch Serienplan. Aufgedruckt auf der Scheibe die Spiel- und Gewinnpläne und eine Bedienungsanleitung.